Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mit diesem kleinen Sketch am Anfang wollte ich euch verdeutlichen, wie ich mich in den letzten Wochen gefühlt habe. Ich habe nämlich überall auf Pinterest diese, ja, Hemdtops gesehen, die ich irgendwie total cool fand. Und ja, dann ist mir quasi dieser Stoff in die Hände gefallen und ich habe mir gedacht, hey, ich kann doch nähen. Warum mache ich das nicht einfach mal? Ich habe damit angefangen, einen Top von mir quasi auf den Stoff zu übertragen, weil ich das Muster bzw. das Schnittmuster davon nutzen wollte. Genau, und das habe ich dann einfach ausgeschnitten, habe mir dann auch das, also erstmal das Rückenteil, das Vorderteil, dann die Taschen und auch die Ärmel davon abgepaust, den Kragen erstmal noch nicht, aber den zeige ich euch dann gleich, wie ich den gemacht habe. Ja, und so schnell hatte ich dann schon alle Teile zusammen und wie ihr seht, die Form war dann schon mal erkennbar. Ja, dann habe ich angefangen, den Kragen zu machen. Da habe ich den Stoff zweimal doppelt gelegt, also einmal vertikal und einmal horizontal sozusagen gefaltet und habe dann eben aus Zeitungspapier so ungefähr einen Kragen ausgeschnitten. Ich hatte Glück, weil das hat am Ende gepasst. Aber ich habe da jetzt nicht wirklich drauf geachtet oder irgendein Schnittmuster benutzt oder sowas. Ich habe das dann ausgeschnitten, so dass es halt eben, ja, gepasst hat. Und dann habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, das alles irgendwie zusammenzustecken, weil ich unbedingt gucken wollte, wie es aussieht. Ja, und wie ihr seht, die Weste mit Kragen und so weiter hat schon recht gut gepasst. Und da war es dann halt so, dass hinten so ein bisschen Luft noch war. Aber ich habe mir dann erstmal gedacht, das passt so. Und habe dann noch die Ärmel dran gesteckt und geschaut, wie das dann aussieht. Also, es ist jetzt alles zusammengesteckt und ich bin ziemlich zufrieden damit. Also, ich finde cool, wie die Ärmel aussehen. Ich hatte es jetzt eben auch einmal an und es fällt echt ganz gut. Das Einzige, was ich mir noch überlege, ist, ob ich hier die Schulterlänge quasi ein bisschen kürzen soll. Also, weil jetzt gerade ist meine Schulter halt hier zu Ende und nicht da. Und ich weiß nicht so ganz, ob ich das ändern soll, weil eigentlich will ich ja, dass es so Oversized-Look ist. Also ich glaube, ich lasse es erstmal so tatsächlich. Aber ey, ich bin richtig happy damit. Ja, und als nächstes kommt dann eigentlich schon das Nähen. Ich überlege dann halt noch, ob ich hier diese so eine Abnäher machen soll, irgendwie so zwei Streifen oder so. Aber auch da, das würde halt so ein bisschen den Oversized-Look rausnehmen. Ja, aber auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, und fürs Nähen werde ich jetzt erstmal die Ärmel wieder abnehmen und quasi hier den Teil und hier den Teil nähen. Also einfach quasi die grundlegende Weste. Und dann nähe ich den Kragen und die Ärmel dran. Let's go! Ja, dann habe ich damit angefangen, die Schulternaht zu nähen. Das ist eigentlich immer gut, damit anzufangen, weil man dann einfach schon mal die größten Teile irgendwie zusammen hat. Also die Schulternaht und die Naht quasi am Oberkörper, also an der Seite unter den Achseln sozusagen. Das sind immer die ersten Sachen, die ich mache, weil man dann schon mal diese Grundweste hat, mit der man quasi anfängt. Dann habe ich das auch alles schon mal gesäumt. Leider habe ich das quasi versäumt, richtig zu machen. Ich habe nämlich nur einmal den Stoff umgeschlagen und hätte ich ihn zweimal umgeschlagen, dann hätte es insgesamt sehr viel sauberer ausgesehen. Ja, aber wie ihr seht, ich habe da diesen weißen Faden gewählt, weil ich das irgendwie cool fand und insgesamt finde ich, das sieht schon relativ gut aus. So, die nächste Herausforderung waren dann die Ärmel. Die habe ich erstmal alleine in sich fertig gemacht, also indem ich sie halt eben zu diesen Tunneln genäht habe
und dann auch umgeschlagen und gesäumt. Und dann habe ich sie eingesetzt. Das mache ich immer so, dass ich quasi den Ärmel richtig rum in die Weste einsetze, die auf links gedreht ist. Vielleicht könnt ihr das aus dem Video sehen, man kann das nicht wirklich gut beschreiben. Aber genau, das habe ich dann einfach da eingesetzt, eben mit Feststecknadeln. Nein, wie heißen die? Stecknadeln heißen die, doch. festgesteckt. Und dann bin ich da eben einmal mit der Nähmaschine drüber gegangen und habe diesen Ärmel eben angenäht. Beziehungsweise die beiden Ärmel natürlich. Ja, dann gab es noch den Kragen, den hatte ich ja extra schon doppelt gelegt, sodass der die eine Falte schon hatte. Dann habe ich die restlichen Kanten davon zugenäht, bis auf unten, weil da habe ich dann den Kragen, also den Saum von der Weste sozusagen reingesandwicht. Aber das seht ihr ja hoffentlich dann auch gleich auf dem Video, weil man kann es wirklich nicht wirklich gut erklären. Genau. Den Kragen habe ich dann natürlich auch noch umgedreht, damit man die Naht nicht sieht. Und dann habe ich eben den Kragen an den Kragen genäht. Dabei musste ich viel rumrangieren, weil das irgendwie nicht so ganz so gut gepasst hat. Also ich würde empfehlen, beim Kragen machen dann doch ein bisschen besser darauf zu achten, wie lang der sein soll. Meiner war ein bisschen zu kurz, aber es sieht dann doch ganz gut aus. So, der letzte Schritt waren dann die Taschen. Dafür habe ich einfach zwei rechteckige Stoffstücke ausgeschnitten und die dann so gefaltet, dass sie richtig aussahen. Und dann habe ich die noch festgenäht. Ja, und dann bin ich auch schon fertig gewesen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall total cool aus. Ich hätte natürlich den Saum noch ein bisschen schöner gestalten können. Das habe ich halt irgendwie nicht so recht bedacht. Und es sind auch keine Knöpfe am Hemd. Aber ich finde trotzdem, dass das total toll aussieht. Und man kann es wohl außerhalb der Hose tragen oder auch so in die Hose reingesteckt. Ich weiß nicht, wie man das gut sagt. Aber ich finde es auf jeden Fall total cool. Mir gefällt es super gut. Ja, und ich habe jetzt endlich mein lang ersehntes Hemdtop trotz Prüfungsphase genäht. Also, naja, es war das Opfer wert, würde ich sagen. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Und ja, wenn ihr mit dem Video auch zufrieden seid, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen oder einen Kommentar. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!